Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu Ihrem Horoskop für den März. Liebe Waagen, Ihr Planet Venus wird in der ersten Monatshälfte im Zeichen Widder in Ihrem Bereich der Beziehungen fortschreiten. Deshalb wird sich Ihre Aufmerksamkeit etwas mehr auf diesen Bereich fokussieren. Auch unser Planet der Energie Mars wird sich im Zeichen Widder in einer sehr starken Position befinden und deshalb das Thema Beziehungen in der ersten Monatshälfte etwas mehr an Ihrer Tagesordnung stehen. Die Lebhaftigkeit in diesem Bereich könnte ansteigen. Die positiven Wechselwirkungen des Jupiters im Zeichen Löwe mit der Venus und dem Uranus geben Andeutungen auf überraschende Bekanntschaften und Beziehungen. Soziale Besprechungen und Versammlungen werden zunehmen und Ihnen so einige Möglichkeiten für die Entwicklung von Liebesbeziehungen liefern. Auch Entwicklungen im geschäftlichen Bereich könnten anstehen. Beispielsweise könnten Sie Jobangebote bekommen und Chancen auf geschäftliche Partnerschaften begegnen. Versuchen Sie insbesondere die erste Woche des Monats dafür zu nutzen. Am 5. März wird ein Vollmond im Zeichen Jungfrau auftreten, der etwas introvertiertere Energien für Sie parat haben wird. Vielleicht könnten Sie sich in dieser Vollmondphase mit sich selbst und Ihrer Gesundheit beschäftigen. Falls Sie gesundheitliche Probleme haben, könnten Sie auch einiges unternehmen, um diese zu heilen, sich zu regenerieren und sich sowohl geistig als auch psychisch zu heilen. Sie könnten einen kurzen Urlaub machen, sich erholen und vom Sozialleben zurückziehen. Der Vollmond im 12. Haus könnte Sie auch manchmal mit geheimen und interessanten Belangen konfrontieren, die Sie bisher nicht wussten, wodurch Sie interessantes Bewusstsein erlangen werden. Auch in Ihrem Arbeitsleben könnten interessante Dinge ans Tageslicht rücken. Am 11. März wird die Vereinigung von Mars und Uranus etwas Stress in Ihren Bereich der Beziehungen übertragen. Darüber hinaus wird die Vereinigung von Mars und Uranus sowie das Quadrat von Mars und Pluton nach dem 11. bis zum 15. März dafür sorgen, dass Sie vorsichtiger hinsichtlich Unfällen und Ungeschicklichkeiten sein sollten. Unkontrollierbare Situationen könnten aufkommen. Mars wird die Energie sehr steigern und viel entschlossener und ehrgeiziger handeln. Allerdings könnte es schwierig werden, diesen zu kontrollieren. Konflikte in Beziehungen und Kampf könnte entstehen, so wie Sie einigen Situationen begegnen, die Ihnen körperlich schaden könnten. Aufgrund dessen sollten Sie vorsichtiger sein. Am 13. März wird Merkur in das Zeichen Fische übergehen. Merkur in dieser Position ist etwas introvertierter, intuitiver und emotionaler. Im Zeichen Wassermann hat es Sie insbesondere hinsichtlich der Kommunikation sehr unterstützt, weshalb Sie sich auch sehr gut ausdrücken konnten. Während Merkur sich im Zeichen Fische befindet, könnten Sie in Ihrem Alltag, Ihrem Arbeitsleben mit Menschen, von denen Sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, bezüglich der Bildung sowie mit Ihren Arbeitskollegen vermehrt kommunizieren und Besprechungen durchführen. Sie könnten bezüglich gesundheitlicher Themen recherchieren, Informationen sammeln und die Auswirkungen des Merkurs insbesondere in Ihrem täglichen Leben intensiver spüren. Am 17. März wird Venus in das Zeichen Stier übergehen. Während Ihr Planet Venus sich im Zeichen Stier in seinem eigenen Zeichen befindet, wird dies äußerst positiv für Sie sein und Sie sehr unterstützen. Natürlich wird es Sie hauptsächlich in finanziellen Angelegenheiten unterstützen. Ein Anstieg in Geldern mit mehreren Teilhabern und dem Einkommen Ihres Lebenspartners sowie in der Unterstützung von geschäftlichen Partnerschaften könnten erwartet werden. Sie könnten Kreditangebote zu sehr guten Konditionen bekommen, meine lieben Waagen. Der 17. März wird aufgrund des Quadrates von Uranus und Pluton eines der intensivsten Tage des Monats und sogar des Jahres sein. Wir werden die intensiven Wechselwirkungen dieser beiden Planeten zum letzten Mal in Erfahrung bringen, denn anschließend werden sie sich langsam voneinander trennen. Natürlich ist es eine Position, die sehr starken Druck ausüben wird und große Veränderungen und Verwandlungen auslösen wird. Insbesondere falls Sie ein Waage der zweiten Dekade sind, sollten Sie vorsichtiger in allen Beziehungen und insbesondere in Ihren Beziehungen zu Vorgesetzten, autoritären Personen in Ihrem Leben und mit Ihrer Familie sein. Am 20. März werden uns ein Neumond im Zeichen Fische und eine Sonnenfinsternis erwarten. Mit diesem Neumond und dieser Finsternis könnte eine neue Phase in Ihrem Arbeitsleben und Ihren Arbeitsbedingungen beginnen. Darüber hinaus könnten Sie auch bedeutende Verwandlungen in Bezug auf Ihre Gesundheit, tägliche Routine und Angewohnheiten erleben.
Nach dem 21. März wird die Sonne in das Zeichen Widder übergehen und damit beginnen, ihren Bereich der Beziehungen zu erleuchten. In den letzten Wochen des Monats könnten Sie in allen Beziehungen, sowohl in Ihren privaten Beziehungen als auch geschäftlichen Partnerschaften, kontaktfreudiger handeln. Bis bald!